Das Leben ändert sich und mein Kredit auch. Flexible Raten und Laufzeiten. Der faire Credit. Erhältlich in allen teilnehmenden Volksbanken und im Internet. Shopping Horn. Dein Platz zum Einkaufen. Der erste wichtige Schritt ist getan, die Relegation wurde fixiert. Heute heißt es, den nächsten Schritt in Richtung Meistertitel zu setzen. SV Horn ist zu Gast beim SC Neusiedl. Michi Streiter hat angekündigt, ein wenig zu variieren in der Aufstellung. Heute kommt Patrick Haas zum Einsatz, Kapitän Djordjevic ist gelb gesperrt, so trägt Mario Konrad die Kapitänsschleife. Mit dem SC Neusiedl hat man auf jeden Fall noch eine Rechnung offen. Im Vorjahr verlor man die meisterschaftsentscheidende Partie mit 1:0 und auch im Herbst konnte man über ein Remis nicht hinauskommen. Nach 11 gespielten Minuten kommt Horn gefährlich nahe zum gegnerischen Tor. Nach guter Flanke von Tilic köpft Lalic den Ball ins Seitennetz. Nur wenige Minuten später weiter Abschlag von Sihajic. Konrad leitet mit dem Kopf weiter und da steht Philipp Zulechner. Er köpft den Ball in die Maschen. 18. Spielminute. Der SV Horn geht auswärts mit 1:0 in Führung. Freude bei den mitgereisten Fans aus dem Waldviertel, aber auch die Neusiedler lassen sich ihre Laune nicht verderben. 21. Spielminute. Freistoß für den SV Horn. Patrick Haas nimmt Maß und setzt den Ball an die Latte. Guter Freistoß des 18-Jährigen, da wäre Sipos im Tor der Burgenländer wohl chancenlos gewesen. Apropos Burgenländer, diese kommen nach einer halben Stunde zu ihrer ersten Chance. Tomczak nimmt sich ein Herz und zieht aus beachtlicher Distanz. Ob Stankovic muss sich strecken, um diesen Schuss abzuwehren. Nur 5 Minuten später scheitert Karl Windisch ebenfalls an Stankovic. Neusiedl-Trainer Harald Todt sieht seine Mannschaft besser werden bis hin zum Pausenpfiff. Er muss sich allerdings für die zweite Hälfte etwas einfallen lassen. Knapp eine Stunde ist gespielt und zum zweiten Mal nur Aluminium für den SV Horn. Tilic mit einem wuchtigen Schuss auf die rechte Stange. Nächste Möglichkeit für den SV Horn. Zulechner auf Tilic und der sieht den mitlaufenden Slaven Lalic. Der aber aus aussichtsreicher Position vergibt. Nicht recht viel besser machen es aber die Gastgeber. 61. Spielminute, Tomczak auf der Attack und der scheitert an Horns Schlussmann. Aber meist klärt Zizan Stankovic. Die Hoffnung der Burgenländer auf einen möglichen Punktegewinn schwindet dann spätestens in der 68. Spielminute. Lalic setzt sich auf der linken Seite gut durch, spielt auf und Emir Tilic schiebt den Ball über die Linie. 2:0 in der 68. Spielminute. Die eingewechselten Spieler sorgen dann in der 77. Minute für die Vorentscheidung. David Jelenko mit der Hereingabe und Sascha Pichler erzielt sein zweites Saisontor. Lange hat er darauf gewartet und jetzt ist es endlich wieder da. Sascha Pichler trifft wieder zum 3:0 in Neusiedl. Ja, es ist schon wieder mal Zeit, dass ich bin schon sehr lange am Tor hinterher gerannt und zum Glück ist mir heute wieder gelungen und ich finde, heute war super zum Spielen. Der Platz war zwar nicht optimal, aber wir haben versucht, gut zum Fußball spielen. Ja, es hat gut angefangen. In der zweiten Halbzeit haben wir uns ein bisschen schwer, dann die ersten 15 Minuten und dann nach dem zweiten Tor ist es eigentlich eh gelaufen für uns. Ja, natürlich, auf jeden Fall. Also von der ersten Minute an hat man gesehen, wer in der Relegation ist und wer nächste Woche der Meister wird. Und ich sage mal, das 3:0 ist okay, aber es hätte auf jeden Fall noch höher ausgehen können. Der nächste Schritt in Richtung Meister der Regionalliga Ost ist gemacht. Rapid verliert das Stadtderby gegen die Austria. Somit kann der SV Horn im kommenden Heimspiel gegen Amstetten alles klar machen und vor heimischem Publikum die Meisterschale abholen. Naja, eine verfrühte Meisterfeier vielleicht, aber wir werden noch nicht feiern. Wir wollen jedes Spiel gewinnen, das haben wir uns vorgenommen. Und dann wollen wir die Relegation schaffen und dann können wir feiern. Ja, wenn es am letzten Spieltag soweit ist, dann stört es uns auch nicht. Aber wir werden wahrscheinlich alles vorbereiten für nächste Woche für die Meisterfeier. Thank you.
Das Leben ändert sich und mein Kredit auch. Flexible Raten und Laufzeiten. Der faire Credit. Erhältlich in allen teilnehmenden Volksbanken und im Internet. Shopping Horn. Dein Platz zum Einkaufen.